Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von der ersten Folge Büzerstube. Wir sind immer noch an unserem Stubentisch, an unserem Salontisch, wenn man so will. Jetzt geht es darum, um den Holzteil, den Deckel sozusagen zu machen, oder die Tischplatte. Für das gehen wir als erstes zu meinem Vater ins Geschäft, weil dort wartet schon mal der erste Teil für das Teil. Noch schnell, um so ein bisschen reflektieren, wie es war. Es war wirklich geil, das mit dem Schweissen. Ich bin zufrieden. Ich habe jetzt auch den Würfel nochmal angeschaut. Der ist wirklich hammermäßig, so wie ich es wollte. Der einzige Nachteil ist, dass mir im ganzen Gesicht brennt es mich einfach überall. Ich habe so viel Creme drauf gehauen heute Morgen. Wahrscheinlich kommt das vom Flexen, weil immer die Funken ins Gesicht gegangen sind. Ich sage so, das Leben ist hart. So wie es bei uns natürlich üblich ist in der Büzerstube, ist das Wetter wieder fantastisch. Merci vielmals für den. Ich bin im Geschäft von meinem Vater und jetzt hat mein Vater mir gerade etwas sehr Spannendes erzählt. Ich habe euch vorher erzählt, dass das mit dem brennenden Gesicht vom Flexen kommt. Aber das ist nicht so, das ist nämlich vom Schweissen. Und das ist nämlich von den UV-Strahlen, weil die Strahlen so stark sind beim Schweissen. Und ich halt näher mit dem Gesicht dran bin, ist jetzt sozusagen wie meine Haut verbrannt. Und das ist auch relativ gefährlich, das habe ich nicht gewusst. Darum eigentlich immer mit einer ganzen Gesichtsmaske schweissen. Haben wir auch wieder etwas gelernt. Schmerzhaft, aber wahr. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Lager von meinem Vater im Geschäft und da ist das Prachtstück schon. Wir sehen ein relativ langes Europalett. Perfekt geeignet für unseren Tisch. Ja, geil. Nehmen wir das mal mit. So, weil das jetzt auch ein bisschen zu gross ist, kommt ein altbekanntes Werkzeug zum Einsatz. Jawohl. So, ihr seht, da ist jetzt unser Material für den Tisch, also für die Tischplatte. Ihr seht, ich habe hier so ein ähnliches Teil genommen wie ein Europalett. Und was wir jetzt explizit verwendet für meinen Tisch ist, sind die Holzlatten hier oben. So, ich habe es jetzt mal sein lassen mit den wahnsinnigen Illustrationen, die ich gemacht habe. Und habe das da ganz einfach aufgezeichnet. Also der Durchmesser schlussendlich wird 80 cm. Das heisst, wir schneiden das erst im Nachhinein zu. Also wir nageln all die Bretter, die ihr hier seht. Nageln wir aneinander oder schrauben sie aneinander, dass es eine grosse Fläche gibt, ein Quadrat. Und dann gehen wir mit der Stichseite, schneiden wir das dann so aus. Ja, jetzt müssen wir als erstes mal all die Holzbretter entfernen. Und dann, dann machen wir das als erstes. Herzlich willkommen, wir sind immer noch an unserem Holzteil von unserem Tisch. Es sind ein paar Tage vergangen. Ihr habt gesehen, ich habe beim ersten Versuch irgendetwas zusammengebastelt, das ich nicht verantworten konnte. Es war einfach so unstabil, es war ungenau. Man hat auf der Seite die Bretter und Balken gesehen, wo die Holzbretter, die Latten drauf montiert worden sind. Und einfach keine schöne Sache, muss man wirklich sagen. Und jetzt, es sind ein paar Tage vergangen, wie gesagt, und ich musste mir etwas Neues überlegen, wie es mich etwas angeschissen hat. Und jetzt, denke ich, haben wir eine sehr gute Lösung. Fangen wir an mit der Erklärung am besten. Ihr seht hier, das ist ein Holzbrett, Fichte. Und aus dem machen wir sozusagen eine Grundplatte. Die schneiden wir rund zu und montieren sie dann auf unseren Würfel. Und auf diese Platte, die runde Platte, kommen dann die Holzlatte vom Europalett. Sie wird wahrscheinlich etwa 5 cm im Durchmesser kleiner sein, als ich dann die Europalett-Bretter zuschneide. Das heisst, die wird man nachher nicht sehen, aber es ist eine sehr stabile Montage. Ich weiss noch nicht, ob ich von oben verschraube, dass man dann so die Schrauben von oben sieht. Wenn man eine schöne Schrauben nimmt, wäre das eigentlich noch cool. Oder wir verschrauben es gleich von unten. Ja, das schauen wir noch an. Als erstes zeichnen wir das Ganze ein und dann schneiden wir es schön rund zu.
ihr gesehen, das ist jetzt unsere Grundplatte, wo dann schlussendlich dann die Holzbretter vom Euroballett drauf kommen. Ich denke auch, dass das eine extrem stabile Sache wird. Jawohl. So wird dann das montiert. Dafür habe ich hier metrische Gewindschrauben, dann haben wir da Mutter und noch Unterlagsschieben für Festigkeit. Ja, dann machen wir das. Dann müssen wir jetzt ein paar Löcher bohren da in den, bei diesen Stangen. 4 an der Zahl, pro Seite eine. Von dieser Seite sehen wir jetzt das Gewind, Unterlagsscheibe drauf, Mutter, zack, und schön anziehen und dann hebt das Ganze. So sieht das jetzt aus. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie schlussendlich dann der Tisch aussieht. Der wird jetzt 5 cm, oder der ist 5 cm kleiner im Durchmesser, als dann die Holzbretter drauf kommen. Die sind jetzt hier verschraubt. Ganz gut. Hebt. Ist ziemlich stabil. Ja, jetzt müssen wir nur noch warten. Übermorgen. Übermorgen werde ich die Euroballett bekommen. Und das sind verschiedene Euroballette. Einmal haben wir da ein bisschen ältere und 2 ganz neue. Und dann schauen wir dann, wie wir es dann auswählen. Am besten machen wir eine schöne Mischung. Ja, damit ich sage, dann machen wir einen kleinen Übergang und dann sind die Euroballette bei mir. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Ich habe euch gesagt, Euroballette sind jetzt da. Und da sind sie. Verschiedene Exemplare. Da haben wir einmal ein kleines neues Modell und da haben wir ein paar alte. Jetzt müssen wir die Bretter hier wegnehmen. Die sind halt fest vernagelt, das ist ein kleines Problem. Aber es gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, du gehst mit Dingen so einem Meißel oder so unter das Ganze drunter und dann lupfst es. Ist halt klar, dass es bricht, aber wenn wir es so machen, oder dann gibt es die andere Möglichkeit, dass du irgendwie einen Schraubenzieher nimmst, auf den Nagel hoch und der Nagel eigentlich durchs Brett durchnagelst. Ist die andere Möglichkeit. Wir versuchen es jetzt mit der Möglichkeit, wo wir da wieder runtergehen. Und dann lupfen wir das Ganze an. Es geht schon, aber es ist anstrengend. Let's go. Irgendwie ist das ein Scheiß. Einmal zu matschieren. Erstes Brett ist gemacht. Tatsächlich habe ich es geschafft mit den Euroballetten. Das ist der absolute Obergraus, die Euroballette auseinanderzunehmen. Also das ist, ich empfehle es gar keinem. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine wunderbare Auswahl. Und jetzt sehen wir nämlich schon mal wirklich den. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie das wird. So der rustikale Look mit dem Metall unten. Und jetzt, das ist meine Holzauswahl. Ihr seht, es ist wirklich geil. Hier noch eine Schrift, wo irgendwo anzeichnet, nur noch so der Code oder das Datum. Ja, und es ist alles ein bisschen abgefuckt, aber das ist eben der Style, den ich will. Jetzt machen wir die fest und weil wir jetzt ja die super Grundplatte haben hier, wo man nebenbei auch gar nicht mehr sieht. Auf jeden Fall schrauben wir die jetzt oben fest. Und dann geht es schon wieder darum, um den Kreis einzeichnen und dann das Ganze zuschneiden und dann wären wir soweit. Legen wir los. So, jetzt sind alle Bretter drauf montiert. Es sieht Hammer aus, aber dass ich euch das natürlich noch nicht zeige, ist klar. Jetzt habe ich hier den äußeren Kreis angezeichnet. Dort schneide ich jetzt mit der Stichsäge durch. Und dann wären wir fertig mit dem Teil. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt wie ich, wie es jetzt aussieht. Ziehen wir das noch durch.